Ich habe dich bisher kaum betrachten können. Nun erkenne ich, warum du meinen Wachen Probleme bereitet hast. Nun, es waren keine leichten Gegner. Sicher sind sie nicht das, was Sterbliche wie du gewohnt sind. Du musst etwas Besonderes sein. Du gibst dich sehr nett für jemanden, der gerade versucht hat, mich zu töten. Betrachte das als Missverständnis. Ich sehe nicht jeden Tag ein neues Gesicht in meinem Reich, schon gar nicht so ein lebhaftes wie deines. Dann gehört das Elysion also dir. Nach der unsanften Begrüßung kann ich dir nicht verübeln, dass du es nicht weißt. Ich entschuldige mich. Roos kann es bestätigen. Normalerweise ist er fürs Beißen zuständig. Siehst du, er möchte auch, dass du mir vergibst. Sag mir deinen Namen. Fangen wir von vorne an und dieses Mal auf dem richtigen Fuß. Ich nehme Angriffe auf mich sehr persönlich. Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich möchte deine Freundin sein. Schließlich sind wir hier im Paradies. Es gibt hier keinen Platz für Feindschaft. Es ist wirklich wunderschön hier. Ich bin Cassandra. Dann heiße ich dich nun offiziell willkommen, Cassandra. Lass mich dir erzählen, wie die Dinge hier laufen. Dieser Ort gehört mir. Ich kenne jede Blume, jedes Gesicht. Nur ich lasse sie ein. Und doch ist etwas hier, das ich nicht will. Du meinst mich? Nein! Es läuft eine Bestie frei im Elysion herum und sie gehört Hades. Wenn er erfährt, dass seine Gattin eins seiner unsterblichen Rösser gestohlen hat, wäre das furchtbar. Dabei habe ich es nicht gestohlen. Ich will nicht mal in ihrer Nähe sein. Sie haben mich überhaupt erst hier runtergeholt. Nein, jemand will, dass ich schlecht dastehe. Deshalb muss dieses Pferd verschwinden. Der Hades? Ich schätze, ihr seid kein glückliches Paar. Er hat natürlich versucht, eine Beziehung aufzubauen. Aber was kann er von einer Gefangenen erwarten? Liebe? Das gibt es nur in Legenden. Glaubst du, jemand würde dir so etwas antun? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Ding ganz allein hier reingekommen ist. Ich erinnere daran, dass das Elysion mein Paradies ist. Ich werde sehen, ob ich das Ross für dich finden kann. Wie sieht es denn aus? Du erkennst es, wenn du es siehst. Vertrau mir. Es ist nicht nur unsterblich, es ist auch furchterregend. Ich habe keine Angst vor Pferden. Wurde es in letzter Zeit irgendwo gesehen? Ich habe Schreie aus den Asphodelengärten gehört. Vielleicht erschreckt es dort Zivilisten. Bring es zu meinem Stallburschen, dem Reiter von Artemision. Er wird wissen, wie man es zurück in den Albtraum schickt, dem es entsprungen ist. Sieht nach einem guten Unterschlupf für ein Pferd aus. Hm.
Los geht's. Komm schon. Ah, flieh vor dieser Bestie! Was haben die für ein Problem? Hier werden sie besonders wachsam sein. Thank you.
gedacht. Kommt keinen Schritt näher. Ihr macht meinem Pferd Angst. Es hat so ein sanftes Gemüt. Hast du das Pferd mal angesehen? Die anderen liefen schreiend davon. Überlass es einem blinden Mann zu sehen, was vor ihm steht. Natürlich habe ich es nicht gesehen. Tut mir leid. Es sind schwere Zeiten. Ich fürchte, ich kann sie dir nicht leichter machen. Ich muss das Pferd mitnehmen. Das darfst du nicht. Erst nimmt mir Persephone das Augenlicht, dann nimmst du mir Orphi? Wir haben uns sofort angefreundet. Ich hörte ein wildes Pferd. Ich näherte mich ihm, furchtlos. Und es leckte mir die Hand. Sagtest du, Persephone hat dich geblendet? Einer ihrer göttlichen Krieger brannte mir die Augen aus. Es war die Strafe dafür, dass ich den anderen gesagt habe, was ich von diesem Paradies halte. Sie hatte irgendwie davon erfahren. Sie fand, ich verdiene es nicht, die Schönheit zu sehen, die sie erschaffen hat. Es sollte nicht im Elysion sein. Keiner von uns. Dieses Reich verspricht Perfektion und zeigt nur Täuschung. Hab Mitleid. Lass es bei mir bleiben. Also gut, behalte den Hengst. Aber sei vorsichtig, man könnte dich erwischen. Dieses Risiko gehe ich gerne ein. Oh, Orphi, wenn wir in Sicherheit sind, reiten wir gemeinsam über die Felder.
Dann wollen wir mal. Ella. Los. Bringst du gute Nachrichten? Ich weiß, dass Hades seine Bestie vermissen wird. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich lasse einen meiner Generäle nach meinem Stalljungen sehen. Ich hoffe, die Kreatur hat ihn nicht zu sehr geängstigt. Ganz und gar nicht. Keine Sorge. Ich sollte zum Stalljungen, um meine Spuren zu verwischen. Thank you.
Du musst der Reiter vom Artemision sein. Nette Pferde. Ich halte sie sauber und schön, wie das Elysion. Ich war auch in meinem früheren Leben Stallbursche. Dann bin ich bei dir genau richtig. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Was für einen? Wenn Persephone oder einer ihrer Leute dich fragt, musst du sagen, dass ich dir ein großes, furchterregendes Pferd gebracht habe. Ein furchterregendes Pferd? So was haben wir hier nicht. Dann musst du eben so tun. Spiel mit, es sind ein paar Drachmen für dich drin. Wie naiv. Wir brauchen keine Drachmen im Elysion. Bist du sicher, dass du von hier bist? Das wusste ich natürlich. Aber so oder so, du musst tun, was ich sage. Und warum willst du, dass ich lüge? Nun, wenn du es nicht tust, werde ich all deine Pferde freilassen und auf schnellstem Wege in den Tartaros scheuchen. Verstanden? Sag ihnen, dass ich hier war. Gut, aber lass meine Pferde in Ruhe.